Isolation Berlin und wir wurden vom Goethe-Institut für die Initiative Lautstark eingeladen, nach Barcelona, Madrid, Lissabon und Porto zu kommen, um Workshops zu geben für Jugendliche, die Deutsch lernen. Hem trobat que ha sigut una bona manera d'aprendre alemany i més dinàmica i ens hem passat molt bé. In der Schule waren die Fremdsprachenunterrichte relativ bescheiden immer. Und ich hätte mich gefreut, wenn dann irgendwie sowas passiert wäre, wie es kommt jemand aus dem Land und es ist irgendwie interessant mit Musik. Der Workshop war sehr interessant und die Schüler haben viel Spaß gehabt. Es war interessant, dass sie selbst ein Lied schreiben konnten und dann die Gruppe das gesungen hat. Das hat total Spaß gemacht und waren sie total begeistert. Dann haben wir einfach den Anfang von den Sätzen da hingeschrieben und zum Beispiel ich will mit dir, und dann sollten die Schüler ergänzen, was sie mit Annabel machen wollen würden in kleinen Gruppen. Und dann haben die das ausgearbeitet, haben sich lustige und schöne Geschichten ausgedacht. A mi em sembla molt interessant la proposta, perquè és com una manera de practicar l'alemany oralment, que a vegades no es practica del tot a l'aula. I dinàmicament, perquè sempre fem textos i coses d'aquestes. Ja, ich habe auch schon englische Texte geschrieben, aber Deutsch ist halt meine Muttersprache, da habe ich eine ganz viel emotionalere Bindung zu. Die Zisch- und Sprenglaute mag ich in der deutschen Sprache. Es hat schon was Musikalisches und was teilweise auch was Hartes, Schneidendes, und das passt ganz gut. Tampoc sona suavet i dolç. O sigui, és una llengua que és forta, però no és lletja ni res per l'estil, és molt maca. Llavors, amb les cançons, no sé, fa que vegis que és maca, perquè és maca la llengua. Lernt Deutsch. Es könnte euer Leben verändern. Ah, sí, sí. Estamos estudiando alemán. Y tenemos una profe. Sie haben schon letztes Jahr angefangen, Deutsch zu lernen. Ihr Niveau ist noch niedrig. Aber ich wollte, dass Sie etwas von der Kultur erfahren, dass Sie etwas kennenlernen. Und ein Konzert ist eine super Möglichkeit, das zu tun. Sie lernen die Sprache kennen ein bisschen, wenn Sie die Lieder hören. Und Sie verlieben sich auch. Nos ha encantado un montón. Sí, me ha enamorado de Max. También estoy estudiando alemán y no sé, o sea, me ha gustado mucho el concierto, los cantantes. Los cantantes. Toby, I love you. Danke, das war's. Wir spielen jetzt noch einen letzten. Es gibt natürlich Songs, die musikalisch schon irgendwie so interessant sind oder irgendwie laut sind oder Energie haben, dass man den Text nicht unbedingt verstehen muss. Was aber noch viel besser ist, wenn man ihn versteht. Und bei manchen Songs ist es total wichtig, einfach, man muss den Text verstehen, sonst zerbricht das Ganze einfach.